Warum seid ihr heute hier? Ich bin hier, weil ich glaube, dass es hier um etwas geht, was absolut entscheidend ist für uns als Gesellschaft. Nämlich, ob wir uns demnächst vom Kapital auffressen lassen oder ob wir dafür auf die Straße gehen, noch an den wichtigen Entscheidungen, die in unserem Lande passieren, beziehungsweise in Europa passieren, in dieser Welt passieren, ob wir daran noch teilhaben möchten. Okay. Dafür gehe ich auf die Straße, weil ich mich nicht verarschen lassen möchte von dem Kapital. Das hört sich sehr gut an. Ja. Und machst du das nur für dich oder auch für deine Kinder? Das mache ich für meine Kinder, die hier mit dabei sind. Oh, sie? Also meine... Ich bin die Chefin, ich bin die Frau. Meine die Frau dazu. Ich könnte mich ausruhen und zurücklehnen, aber ja, ich denke, es geht hier um mehr. Es geht um ganz, ganz wichtige Weichenstellung. Ja. Finde ich gut. Wir sind komplett deiner Meinung. Dankeschön. Ja, okay. Und ihr Erfolg. Ja, euch auch. Also, warum seid ihr heute hier? Wofür demonstriert ihr? Für eine andere Welt. Für eine Welt, die auf uns hört. Cool. Für Europa auch. Für eine gesunde, bessere Welt? Ja. Demonstriert ihr nur für euch oder vielleicht auch für die nächste Generation? Für alle. Ja. Ja, vor allem ich auch. Also basisdemokratisch, weltoffen und unsere Kinder und Nachkommen eigentlich vor allem. Also das ist der Grundstein, was die vorhin auf der Bühne gesagt haben, glaube ich, dass hier der Grundstein gelegt wird für unsere Kinder. Ja. Und das geht eigentlich nur einher mit Offenheit und Transparenz und Demokratie, mit demokratischen Grundsätzen. Kann ich das richtig zusammenfassen? Ja, so. Ja, es geht auch darum, dass wir das tatsächlich auch als unsere Pflicht ansehen, diese Demokratie selber in die Hand zu nehmen. Also es bringt nichts, wenn wir sagen, es soll demokratisch sein und dann nichts dafür tun, also nicht dafür aktiv werden. Deswegen bin ich auch hier, weil ich aktiv bin. Ja, richtig. Aber so das Grundproblem, glaube ich, die wir alle hatten. Also meine Freunde hatten nicht unbedingt Zeit, heute mitzudrehen und demonstrieren. Ja, aber jeder, der Zeit hat und sollte, gehen. Genau. Und wer für... Richtig finde ich auch, dass es diese Zeitfrage immer eine Prioritätensetzung ist, die halt jeder für sich selber individuell abwägen muss. Ja. Genau. Finde ich gut. Eure Meinung finde ich richtig gut. Vielen, vielen Dank. Warum seid ihr heute hier? Wofür demonstriert ihr? Für einen gerechten Welthandel und gegen diese Abkommen. Also wir sind für Transparenz, wir sind für Regionalität, wir sind für Natur, für Umwelt und also ich denke, dass was jetzt hier der tragende Gedanke ist, dass wenn irgendwas von Millionen Kilometern entfernt zu uns kommt, wissen wir nicht unbedingt, was da drin steckt. Ne? Ja. Und Regionalität, finden wir, könnte doch so ein bisschen wenigstens mittelfristig die Lösung sein, oder? Ja, für andere ist es Nationalismus, die verstehen die Sache total falsch, leider. Zurzeit verschiebt sich ja so ein bisschen das Demokratische irgendwie, habe ich immer so das Gefühl. Ja, auf mehr Sicherheit, mehr Videotechnik, das ist ja wirklich ziemlich peinlich. Ja. Die glauben noch nicht wirklich, dass die geschützt werden, sondern nur die Bonzen in Dahlem oder so. Also die meisten werden davon nichts abbekommen, von ihrer Sicherheit, die sie da angeblich wählen. Ich meinte jetzt auch direkt in Bezug zu TTIP, weil ja das Volk sozusagen eigentlich außen vor gelassen wird auf weiter Strecke. Ja, das kapieren die meisten nicht. Also wir haben irgendwann mal gehört, mehr Arbeitsplätze, noch mehr Konsum, was überhaupt nicht geht, ohne noch mehr Ausbeutung. Ja. Das wird gehen, weil da die allen Südstaaten, ganze Südhalbkugeln alle ausgeschlossen sind von diesen merkwürdigen Abkommen und noch mal stärker ausgebeutet werden. Die können wahrscheinlich nicht mal klagen dann dagegen. Aber das ist doch der Grundsatz und die Argumentation der großen Politik und der Wirtschaft, dass wenn alles global sozusagen vernetzt wird, dann ist es was Gutes für alle. Was denkt ihr, wo das Ganze hinführen wird? Das ist totaler Quatsch. Es wird ja nicht der Handel geschützt, sondern nur das Kapital. Und das muss sich ändern. Das haben wir inzwischen schon die Linken kapiert. Ja. Also das Kapital ist im Grunde... Genau, auf wessen Kosten? Ja. Und was? Wir demonstrieren auch für eine lebenswerte Zukunft von den Kindern, die da kommen. Und das ist den meisten nicht bewusst. Und diese Verantwortung wollen sie nicht übernehmen. Ja. Augen zu, mir geht es jetzt gut und die Zukunft interessiert uns nicht. Uns wird schon nicht krass. Und das Argument, das ist jetzt mal meine persönliche Meinung, das Argument,
dass mehr Arbeitsplätze geschaffen werden und so weiter. Also das, was wir zurzeit sehen, ist ja eine Machtkonzentration. Die großen Firmen werden immer größer, ja, Monopole entstehen, ja. Und Monopole sind für die Demokratie immer nicht ganz so gut irgendwie, habe ich mal gehört, ja. Ja, es wird auch insgesamt der ganze Wohlstand zurückgehen. Die werden uns mehr wie so eine Zitrone ausquetschen, aber irgendwann ist dann auch Schluss. Also gut, der Kapitalismus geht sowieso kaputt und das ist eine verzweifelte Versuche. Man sollte lieber gleich was Vernünftigeres machen. Wie sehr muss man die Augen eigentlich zumachen, um zu sehen, was es in anderen Ländern schon alles an Negativen gebracht hat? Ja. Man braucht doch nur mal den einen oder anderen Bericht zu lesen. Ja. Dann sieht man doch, man hat doch schon Erfahrung. Aber vielleicht haben die Politiker gar nicht so viel Zeit, weil die müssen ja dann wieder irgendwie irgendwelche extra Sachen da so begleiten. Die haben da so viel zu tun in ihren Extraämtern und so. Das müsste also ich habe mich wirklich gewundert, was erfolgreiche Leute wissen. Die haben so eine Fixierung, dass sie bestimmte Sachen einfach gar nicht wahrnehmen können, was für Gefahren zwischen den Zeilen stecken und sich wirklich sehr leicht blenden lassen. Also meins war so ein bisschen Sarkasmus, ja, aber bei dir geht es ja wirklich in die echte Richtung. Es ist ja so ein bisschen so, dass die ja in ihrer eigenen Welt leben, ja, ja. Und wirklich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich viele Sachen gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, ja. Ja, das ist es nämlich. Also die haben ja auch, viele von den Politikern haben überhaupt keine Kinder und können es gar nicht nachvollziehen. Ja. Also das finde ich sowieso schwierig, wenn so jemand ganz oben sitzt, der eigentlich so an Reproduktion oder das irgendwie ein Volk oder die Welt weiterlebt, gar nicht wirklich interessiert sind, sondern nur ihr eigenes Geld. Irgendwann ist das Leben zu Ende und das war's dann. Ja. Also ich verstehe, also ich vergleiche das mal mit einem Unternehmensberater, der drei Bücher gelesen hat und noch nie ein Unternehmen gegründet hat, noch gar nichts praktisch auf die Reihe gekriegt hat und soll aber andere Leute, andere Unternehmen beraten. Könnte so sein, ja. Kann man so sagen. Okay, also vielen Dank für eure Meinung, die ist uns total wertvoll, habt ihr super gemacht. Halt hier etwas völlig Unnützes, Kapital zu schützen, ist so sinnvoll wie AIDS oder Cholera oder sonst ein Virus zu schützen. Der ist einfach da und da muss man echt aufpassen, aber der Handel muss geschützt werden. Ja. Der geht ja momentan vor die Hunde. Ja. Das ist richtig, wir brauchen Freiheit, der Mensch braucht Freiheit. Ja. Das geht mit Demokratie, mit demokratischen Grundsätzen einher. Genau. Ja. Ja. Und die wollen wir hier schützen. Super, genial, vielen Dank. Ja, bitte. Ich denk an unsere Welt.